Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit meinem Bruder Psychogear. Hallo. Und mir. Und dieses Mal dreht sich alles um das Binärsystem, beziehungsweise um Zahlensysteme im Allgemeinen. I'll teach you something you won't forget. Ja. Wie ihr eben erfahren konntet, werden wir in dieser Aufnahme alles zum Thema Zahlensysteme bzw. explizit zum Thema Binärsystem behandeln. Da wir festgestellt haben, dass es viele Leute gibt, die mit Redstone gerne arbeiten, aber keine Ahnung haben, wie die verschiedenen Zahlensysteme bzw. wie das Binärsystem im Allgemeinen funktioniert. Und da haben wir uns gedacht, da wir uns mit den Zahlensystemen relativ gut auskennen, mein Bruder ist ehemaliger Mathe-Student und ich kann es einfach so. Ja, ja, haben wir uns gedacht, bringen wir euch das Ganze mal ein bisschen näher, damit ihr ein Verständnis dafür bekommt, wie Daten im Elektronischen übermittelt werden, beziehungsweise wie elektronische Schaltkreise überhaupt funktionieren und wie es möglich ist, damit zu rechnen. Dafür ist ein Grundwissen im Bereich der Zahlenkunde, nennt man das so, Zahlenkunde? Nehme ich mal an, ne? Kann man bestimmt so sagen, ja. Ja. Voraussetzung, da ein Computer, beziehungsweise ein Computersystem, also eine elektrische Schaltung, grundlegend auf mathematischen Funktionen aufbaut. Und für diese mathematischen Funktionen muss man diese verschiedenen Zahlensysteme einfach wissen, beziehungsweise man muss wissen, wie man mit ihnen arbeiten kann und wie sie funktionieren. Ja, und Grundlagen der Zahlenkunde heißt an dieser Stelle nichts anderes, als man muss wissen, wie man Zahlen schreiben kann. Und das sollte der Großteil von euch eigentlich kennen. Ja, normalerweise. Das ist nichts anderes als das, was wir in der Schule bis jetzt gelernt haben. All die, die von euch die Schule besucht haben, hoffentlich der Großteil, werden mit Zahlen gearbeitet haben, beziehungsweise werden im Mathematikunterricht gelernt haben, wie man Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert und so weiter, wie man komplexe Zahlensysteme miteinander verrechnet und sonst noch irgendein Kram, den ich wahrscheinlich noch nicht in meinem Leben gemacht habe, irgendwelche Statistiken und weiß der Kuckuck, was es alles gibt. Das ist aber alles aufgebaut auf dieser grundlegenden Zählweise, die wir benutzen, um Zahlen auszudrücken, beziehungsweise um die Mathematik überhaupt auszudrücken. Und ja, das ist jetzt alles große Theorie. Man kann jetzt viel labern und viel erklären, aber am besten zeigt man, was man meint. Und zwar basiert dieses ganze Mathematische, was wir benutzen, um Zahlen und Mathematik im Allgemeinen auszudrücken, auf einem festgelegten Code sozusagen. Also wir haben irgendwann mal, wir Menschen, festgelegt, mit welchen Zahlen wir denn gerne arbeiten möchten. Das sind bei uns im deutschsprachigen Raum die Zahlen von 0 bis 9, so wie wir sie hier aufgeschrieben sehen, also die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und mit diesen Zahlen drücken wir unsere Mathematik bzw. unsere Art zu zählen aus. Das ist relativ vorteilhaft, da wir Menschen bekanntermaßen 10 Finger haben, ne? Das heißt, wir haben genauso viele Zahlen in unserem Mathematiksystem, wie wir Finger in unseren Händen haben. Das macht das Zählen relativ einfach. Deswegen haben wir ursprünglicherweise vermutlich auch diese 10 Zahlen entwickelt bzw. Etabliert, weil wir halt an unseren Fingern abzählen können. Wir können mit der Hilfe unserer Finger von 0 bis 9 zählen, also von 0 Finger bis 9 bzw. bis zum 10. Finger bis zum letzten Daumen. Und dementsprechend spiegelt unser Zahlensystem nichts anderes wider als die 10 Finger in unseren Händen, mit denen wir simple Sachen abzählen können. Wir können also mit unseren Fingern 6 Äpfel abzählen und wenn wir bei der 6 angekommen sind, sind wir beim ersten Daumen der zweiten Hand. Und dann sehen wir auf die Hand und sehen direkt, aha, es sind 6, wir müssen nicht groß überlegen. Und das ist vermutlich der Grund, warum sich diese 10 verschiedenen Zahlen in unserem System etabliert haben. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, das ganze System, in dem wir berechnen, funktioniert wie folgt. Wir haben also diese 10 verschiedenen Symbole, nämlich die Zahlen von 0 bis 9. Und mit dieser 10 verschiedenen Symbolen, also mit diesen Symbolen, können wir größere, komplexere Zahlen ausdrücken, indem wir diese Symbole kombinieren. Wenn wir am Ende der Symbole angelangt sind, am Ende der 9, hören wir nicht einfach auf zu zählen, weil wir keine Symbole mehr haben, sondern wir müssen dann ja irgendwie weitermachen. Wir müssen ja dann die nächstgrößere Zahl, also die 10,
irgendwie ausdrücken können. Und das machen wir mit Hilfe Kombinationen der Symbole, die wir bereits haben. Also wenn wir die 10 ausdrücken wollen, nehmen wir die 1 und die 0, setzen die zusammen zu einer neuen Zahl, nämlich zu 10, und können damit die nächstgrößere Zahl ausdrücken. Man könnte ja theoretisch auch weitere Zahlen hinzufügen. Ich wollte nur kurz sagen, dass man generell eigentlich immer alle möglichen, ist gleich, dass man generell mehrere Zahlen benutzt. Zum Beispiel ist hier 0, 0, 0, 0 ist das gleiche wie 0. Und wenn wir bis zu 1 zählen und schreiben 1, wie wir hier sehen, dann haben wir auch 0, 0, 0, 1, das ist das gleiche wie die 1. Wir schreiben halt eben einfach nur die Nullen vorne weg, schreiben wir einfach nicht, sonst müssten wir unendlich voll Nullen vor jede Zahl hängen. Das wäre ja sinnlos. Das ist nämlich, wenn man in der logischen Mathematik arbeitet, also beziehungsweise auch in Computersystemen, ein Computer hat eine festgelegte Zahl von Kabeln und da man diese festgelegte Zahl an Kabeln nicht bearbeiten kann und nicht editieren kann, diese Kabel sind materiell, sie sind vorhanden, wird zum Beispiel, wenn man mit 4 Kabeln arbeitet und man die Zahl 1 ausdrückt, die Zahl, die man schreibt, 0, 0, 0, 1 geschrieben. Das liegt daran, weil wir diese 4 Kabel haben und man die 3 Nullen davor schreiben muss, weil wir genau wissen, dass wir 4 Kabel haben. Da wir ja, wenn wir normal Mathematik betreiben, nie genau wissen, bis zu welcher Zahl wir gehen werden, würden wir auch niemals die Nullen davor schreiben. Also wir würden niemals, wenn wir wissen, okay, wir rechnen bis zur Zahl 1025, würden wir nicht die 4 Nullen davor schreiben. Das wäre totaler Quatsch, weil wir jedes Mal, wenn wir eine 15 schreiben, 00015 schreiben müssten. Diese 00015 sind mathematisch gesehen genau das gleiche wie eine normale 15, nur anders geschrieben, weil wir die Nullen davor gesetzt haben, aber die Nullen drücken ja nur aus, dass da keine Zahl vorhanden ist, keine mathematische, und fallen deswegen weg. Theoretisch müssen wir sie aber hinschreiben, was mathematisch korrekt wäre, aber ist völlig überbewertet, weil ne, wir sind intelligente Menschen, wir können sie weglassen und auch ohne sie arbeiten. Ja. Wo wir auch gleich bei der Ausdrucksweise der Zahlen sind. Wir haben auch irgendwann mal festgelegt, unter anderem, wie wir die Symbole benennen und wie sie aussehen sollen und in welche Sch Richtung wir schreiben wollen. Wir schreiben also von links nach rechts. Das heißt, wenn wir Zahlen aufschreiben, schreiben wir sie von links nach rechts auf, so wie unser normaler Schreibfluss in Europa. Das heißt, wir schreiben die erste Zahl nach links. Und die darauffolgenden, die kleineren Stellen, schreiben wir rechts daneben. So, das ist eine wichtige Definition. Wenn wir diese Definition nicht hätten, könnten wir die Zahlen einfach in irgendwelche wirren Reihenfolgen schreiben und es käme irgendein Kauderwelsch raus, keiner wüsste es zu interpretieren. Deswegen ist festgelegt, dass wir von links nach rechts zählen und dass wir diese 9 bzw. diese 10 verschiedenen Symbolen benutzen. Und aufgrund dieser Definition können wir erst mathematisch rechnen. Ja. Klingt alles sehr verwirrend, wenn man sich tiefgründig damit befasst, ist es aber eigentlich relativ einfach. Wir werden nachher das Ganze noch versimpeln, hoffentlich. Und ja, das Zahlensystem, was wir in Deutschland benutzen, beziehungsweise fast so gut wie überall auf der Welt, mit diesen 10 verschiedenen Symbolen, nennt sich Dezimalsystem. Dezi ist 10 auf Lateinisch, ne? Müsste, glaube ich, ja. Schlag mich, wenn ich falsch liege, aber normalerweise müsste Dezi beziehungsweise irgendwas in die Richtung 10 auf Lateinisch bedeuten. Und der Name dieses Zahlensystems sagt einfach nichts anderes, als dass wir ein Zahlensystem haben mit 10 verschiedenen Symbolen, also 10 verschiedenen Zahlen. Ja, und wenn wir in diesem Zahlensystem zählen wollen, dann machen wir nichts anderes, als die Zahl, die wir haben, wenn wir sie weiter nach oben zählen, immer weiter aufzuwerten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 10 Mandarinen zählen, dann machen wir nichts anderes, als diese Mandarinen abzuzählen und legen immer wieder einen neuen Stellenwert dazu. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mandarinen. Wenn wir jetzt aber zur 10. Mandarine kommen, haben wir ein Problem, da wir nämlich keine 10. Zahl mehr haben. Wir haben kein 10. Symbol mehr. Und was machen wir jetzt? Ganz einfach, wir machen eine neue Stelle auf und einen Umbruch in das neue in die neue Stelle rein. Das heißt, wir springen an der Stelle, an der wir gerade waren, zurück an die 0 und machen mit dem nächsten Stellenwert einen Schritt nach vorne in die 1. Wo wir die Null hier auch schon hatten. Genau. Und was haben wir jetzt? Eine neue Zahl, nämlich eine 1 und eine 0, was, wie wir wissen, in unserem Zahlensystem einer 10 entspricht. Tada! So einfach ist das.
die meisten wissen es vermutlich schon. Übrigens, kleine Information für all die, die sich jetzt nicht mit dem Dezimalsystem befassen wollen und mit der Philosophie, warum wir jetzt so zählen und das Ganze einfach nur unnötig finden, die können jetzt gerne ein paar Minuten nach vorne skippen. Das wird jetzt einige Zeit noch so weitergehen. Allerdings werden wir auch noch zum Oktal- und zum hexadezimalen System kommen. Dementsprechend, falls euch das interessieren sollte, nicht so weit nach vorne skippen. Aber ansonsten, ja, wenn ihr euch nur für das Binärsystem interessiert, dann spult einfach so weit vor, bis ihr irgendwann hier hinten bei dem Part seid, wo wir mit dem Binärsystem arbeiten. Ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir mit dem Zählen unserer einer Stelle, beziehungsweise mit der ersten Stelle, mit der wir arbeiten, also der hier, an die Grenzen unserer Symbole kommen, also bis zur 9, müssen wir einen Umbruch in die nächste Stelle machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier bis 19 gezählt haben, machen wir einen Umbruch in die 0 zurück und die zweite Stelle wird 1 nach vorne gesetzt. Und wir haben eine 20. Das gleiche passiert mit den 100er Stellen und mit den 1000er Stellen. Das ist logisch. Das heißt, wenn die 10er Stelle bis zum Ende durchgelaufen ist, setzt sie sich zurück und die 100er Stelle wird nach vorne gesetzt. Und das gleiche passiert, wenn die 100er Stelle nach hinten gelaufen ist, wird die 1000er Stelle 1 nach vorne gesetzt und die 100er Stelle zurückgesetzt. Ja, da kann man auch genau schon direkt sehen, wir haben 10 Möglichkeiten in der ersten Ziffer, 10 Möglichkeiten in der zweiten. Und das heißt, wir haben für jede Ziffer in der zweiten Zeile haben wir jeweils 10 Ziffern in der ersten Zeile. Das heißt, wir haben 10 mal 10 Möglichkeiten, um mit den ersten zwei Ziffern Zahlen auszudrücken. Das heißt genau 100. Und da aber 0 auch eine gültige Zahl ist, ist 0 die erste und die letzte ist 99. Und wenn 99 erreicht ist, brauchen wir für die nächste Zahl wieder ein neues Symbol. Und dafür öffnen wir eine neue Zeile, die dritte Zeile. Und da setzen wir dann das auf 1 und die beiden ersten wieder zurück auf 0. Und so kommt die 100 zustande. Ganz genau. Also im Endeffekt ist das einfach nur quasi geschummelt. Theoretisch müssten wir für jede Zahl ein eigenes Symbol nehmen. Da wir das aber nicht haben, nutzen wir einfach die Kombinationen der Symbole, die wir benutzen können. Und dementsprechend kommen dann die Zahlen zustande, die wir zum Berechnen benutzen. Also die 100, die 275, die 328. Ja, im Endeffekt haben diese Zahlen auch nicht immer eine neue Bedeutung. Der Name der Zahl setzt sich ja aus den Bestandteilen der Zahl zusammen. Also 257 ist ja eine 275 und 257 sagt ja schon 275 aus. Das heißt, es ist im Endeffekt nicht wirklich eine Benennung dieser neuen Zahl, sondern es ist einfach nur die Beschreibung der Kombination, die wir jetzt haben. Das Daraus kann heißt. man im Prinzip auch direkt die mathematische Zusammensetzung rauslegen, und zwar 275, also 275, ist 2 mal 100 plus 7 mal 10 plus 5 mal 1. Ganz genau. Im Endeffekt. Die ganzen Zahlen, die wir hier, beziehungsweise die ganzen Schritte, die wir gemacht haben, zusammenaddiert. Ja, und das liegt tatsächlich nur daran, dass wir einfach nicht genug Symbole haben, um diese Zahl auszudrücken und wir deswegen eine neue Kombination schaffen müssen, um die nächstgrößere Zahl ausdrücken zu können. Eine Sekunde, ich mache mal kurz einen Aufnahmestopp, wir sind sofort wieder da. So, ich muss nur noch kurz meine Technik überprüfen, ob ich wirklich richtig aufnehme. Alles funktioniert wunderbar. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den verschiedenen Kombinationen. Und ja, ein für sich haben wir jetzt schon alles gesagt, was es zum Umbruch, zum Zählen an sich gibt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wenn ihr glaubt, dass tatsächlich überall auf der Welt so gezählt wird, wie wir zählen, also von 0 bis 9, dann liegt ihr falsch. Es gibt durchaus andere Länder auf der Welt, wo die Menschen sich nicht auf das Dezimalsystem geeinigt haben, sondern auf andere Zahlensysteme. Zum Beispiel in Amerika, meine ich, gibt es einige Staaten, wo tatsächlich das Oktalsystem angewendet wird. Zwar nicht offiziell, offiziell wird da auch das Dezimalsystem benutzt, weil natürlich zur Kommunikation mit anderen Staaten und generell zum Berechnen man sich weltweit auf das Dezimalsystem geeinigt hat. Aber es gibt durchaus Völker, hauptsächlich auch Ureinwohner von bestimmten Staaten, die mit anderen Zahlensystemen rechnen, zum Beispiel dem Oktalsystem. Und das Oktalsystem sagt nichts anderes. Bezeichnet ein System mit 8 verschiedenen Zahlen, also mit den Zahlen von 0 bis 7. Ja, und diese Völker haben sich eben darauf geeinigt, nicht mit 10 Fingern zu zählen, beziehungsweise nicht mit 10 verschiedenen Zahlen, sondern eben mit 8. Und das wäre dieses System hier. Das heißt, wir haben nur die Zahlen von 0 bis 8, von 0 bis 7. Und müssen dann quasi nach der 7 schon den Umbruch machen. Das heißt, wir können die 8 und die 9 nicht ausdrücken. Das heißt, wenn wir die 9 ausdrücken müssen, haben wir eine 10.
So, das mag jetzt verwirrend klingen, ist aber im Endeffekt total logisch und simpel. Aber du meinst die 8, wenn die 8 ausdrücken wollen, haben wir die 10. Ja, wenn wir die 8 ausdrücken wollen, haben wir eine 10 in der Anzeige. Jetzt müssen wir aber klar noch vorher festlegen, dass diese Völker natürlich nicht mit diesen Symbolen hier arbeiten, die haben ihre eigenen Symbole. Das heißt, wir haben hier jetzt hier hinten eine 7 stehen als letzte Zahl, die haben dann irgendein kyrillisches Zeichen, was weiß ich, was haben die da stehen, weil sie nicht zwangsläufig mit denselben Zahlen arbeiten wie wir, aber die Wertstellung bleibt gleich. Sie haben 8 verschiedene Symbole und nur weil sie die Zahl anders nennen oder die Zahl anders aussieht, ist es trotzdem, heißt das nicht, dass sie eine andere Wertstellung hat. Also sie hat trotzdem an der 7. Stelle die Wertstellung von 7. So. Es geht ja nur um die Bezeichnung des Zahlenwertes. Der Zahlenwert bleibt der gleiche, nur halt eben die Bezeichnung ist eine andere. Ganz genau. So. Und wie gesagt, wenn wir jetzt mit dem Oktalsystem versuchen, auf die Stelle 8 zu zählen, haben wir ein Problem, weil es die 8. Stelle nicht gibt. Das heißt, wenn wir jetzt hier bis 8 zählen, 1, 2, 3, oh, ja, natürlich falsch, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir jetzt die 8 ausdrücken wollen, müssen wir schon den Umbruch machen. Das heißt, wir springen hier zurück auf die 0 und machen hier in der 10er Stelle einen Schritt weiter und haben eine 10. Das heißt, im Oktalsystem ist eine 8 eine 10. Sie also im Prinzip heißt, müssen wir jetzt allerdings noch kurz klarstellen, es ist immer noch die 8, genau die gleiche 8, die wir auch als 8 kennen, nur dass sie halt eben nicht als 8 geschrieben werden kann, sondern dass man sie mit 1, 0 beziffern muss, da man kein Symbol für eine 8 hat. Das heißt, es ist immer noch der Zahlenwert 8, aber geschrieben wird es wie unsere 10. Ganz genau. Das Problem ist nämlich, dass wir mit den im Oktalsystem festgelegten 8 verschiedenen Symbolen keine Möglichkeit gibt, die 8 auszudrücken als solche mit einer einzelnen Zahl, deswegen muss man sie als 10 ausdrücken. Wenn man aber jetzt weiß, dass man im Oktalsystem ist, ist es ja auch kein Problem, die 10 als 8 zu sehen. Es ist jetzt nur komisch für uns, weil wir das Dezimalsystem gewohnt sind, die 10 als 8 zu werten, aber die Wertstellung ist jetzt einfach von der 10, dass es eine 8 ist. Es ist einfach logisch, weil wir keine 8 haben, ist die 10 die 8. Das heißt, wenn wir das im Hinterkopf haben, dass uns zwei Symbole fehlen, zwei Zahlen, dann können wir so auch rechnen. Wir müssen es uns nur verinnerlichen und wir müssen so auch weiterarbeiten. Das heißt, die 11, wenn ich den hier als nach vorne setze, ist im Oktalsystem eine 11. Wenn wir es aber ins Dezimalsystem rüber kopieren, ist es eine 9. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir uns auf unser normales Dezimalsystem fokussieren und eine Zahl ausdrücken, heißt das nicht, dass diese Zahl auch in allen anderen Zahlensystemen die gleiche Bedeutung hat. Sie wird im Dezimalsystem so geschrieben und so genannt, aber wenn wir in ein anderes Zahlensystem wechseln, zum Beispiel das Oktalsystem, hat diese Zahl eine andere Bedeutung bzw. eine andere Schreibweise. Also wie gesagt, eine 9 im Dezimalsystem ist eine 11 im Oktalsystem. So. Und das wird dann fortgesetzt. Das heißt, wenn wir wieder ans Ende des Oktalsystems kommen, wenn wir jetzt hier wieder weiterzählen an die 7, müssen wir wieder zurück einen Umbruch in die 0 machen und die 10er Stelle 1 weiterzählen. Das bedeutet, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ne, wie viel haben wir jetzt? Das müssen jetzt 16 sein. 16. Das heißt, die Zahl 20 entspricht einer 16 im Dezimalsystem. Ich weiß, das ist sehr verwirrend. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist nur eine andere Schreibweise für unsere Zahl im Dezimalsystem, weil wir nicht die Möglichkeit haben, die 8 und die 9 auszudrücken. Und wenn man damit groß werden würde, wäre es für einen auch ganz normal, man würde das gar nicht in Frage stellen. Wenn man einem dann das Dezimalsystem zeigen würde, wäre man durchaus sehr verwirrt. Ganz genau. So, das bedeutet, wenn ihr irgendwann mal mit dem Oktalsystem konfrontiert werdet und dort eine 14 lest, ist das nicht die 14, die ihr im Dezimalsystem kennt, also 14 Äpfel, sondern es sind dann einen Augenblick, das ist die 8, 9, 10, 11, 12, 13, das müsste eigentlich, das ist eine gute Frage, einen Augenblick, ich muss mich kurz reindenken. Warte, 1, 0 ist die 7. Die 8. Nein, die 8. Das ist die 8, schön. 9, 10, 11, das ist dann die 12. Ganz genau, das heißt, wenn ihr 14 Äpfel im Dezimalsystem habt, habt ihr 14 Äpfel im Oktalsystem. Nee, was habe ich jetzt erzählt? Wenn ihr 16 Äpfel im Dezimalsystem habt, habt ihr 14 Äpfel im Oktalsystem.
Wie auch immer, wie ihr merkt, es fällt sogar uns schwer umzudenken, während wir dieses Video aufnehmen. Es ist nämlich einfach nur das Umstellen einer Zahl in ein anderes System. Und das kann das Gehirn sowas von außer Fassung bringen, es ist unglaublich. Obwohl es eigentlich dieselbe Zahl ist, nur anders ausgedrückt. Und das nur, weil wir unser Leben lang mit dem Dezimalsystem gearbeitet haben und nie mit einem anderen System. Aber im Prinzip ist es nur das Weglassen von zwei Zahlen und deswegen eine neue Zahlenkombination. So, das heißt, wir haben im Dezimalsystem eine 12. Das wird allerdings im Oktalsystem als 14 geschrieben und daran kann man auch erkennen, dass im Oktalsystem zwei Stellen früher schon der Umbruch kommt, weil denen noch zwei Stellen bis zur 10 fehlen. Und deswegen haben wir hier in der 12 haben wir eine 14 stehen. Das ist nämlich 12 plus die zwei fehlenden Zeichen sind dann also 14. Das heißt, wenn wir einen Umsprung weitergehen würden, wenn wir die 22 hätten, dann wäre das hier, wäre das eine, einen Augenblick, das wäre dann eine 26, da wir zwei Umsprünge haben und daher vier Zeichen dazwischen fehlen. Das heißt, 22 plus die vier fehlenden Zahlen sind 26. Ganz genau, und ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen, weil das Ganze ziemlich theoretisch ist. Ja, aber viel besser kann man das auch nicht erklären eigentlich. Das Problem ist halt, dass man sich reinversetzen muss in die Tatsache, dass es generell nicht um die Ausdrucksweise der Zahl geht, sondern um die Tatsache, dass der Wert an sich fix bleibt. Wenn wir das Ganze mit Äpfeln erklären, ob ihr den Apfel, wenn ihr jetzt 6 Äpfel im Dezimalsystem vor euch auf dem Tisch liegen habt, 6 Äpfel, ob ihr diese 6 Äpfel jetzt 6 Äpfel nennt oder F-Äpfel oder D-Äpfel oder 125 Äpfel nennt, ist völlig egal. Ihr seht vor euch 6 Äpfel liegen. Ihr wisst ganz genau, das sind 6 Äpfel, egal wie ihr sie nennt, egal was diese Zahl, die ihr da vor euch seht, für eine Bezeichnung hat. Es bleibt eine feste Summe von 6 Äpfeln. So. Oh, kannst du das weiter kurz umsetzen? Das nervt natürlich jetzt tierisch. Hab schon. Ihr könnt dieser Zahl, dieser Anzahl an Äpfeln, einen x-beliebigen Namen geben. Das ändert nichts an der Anzahl der Äpfel. Das heißt, wie ihr diese Äpfel hochzählt und wann ihr den Umbruch macht, wenn ihr es aufschreibt, ist völlig Latte. Es geht einzig und allein um die Tatsache, dass ihr diese 6 Äpfel habt und ihr ein System braucht, um diese 6 Äpfel zu zählen. Ob es nun das Oktalsystem, das Dezimalsystem, das Binärsystem, das Hexadezimalsystem ist, völlig egal. Der Wert der Äpfel, die vor euch auf dem Tisch liegen, bleibt immer gleich. Das heißt, wenn ihr hier eine 14 im Oktalsystem habt, ändert das nichts an der Tatsache, dass ihr im Dezimalsystem 12 Äpfel auf dem Tisch liegen habt. Es sind für euch 12 Äpfel auf dem Tisch, weil ihr bis 12 zählen würdet, aber wenn ihr es im Oktalsystem aufschreibt, ist es eine 14, weil euch die 8 und die 9 fehlen. Das ist auch teilweise ein Fehler, wenn man mit verschiedenen Zahlensystemen arbeitet, beziehungsweise eine Fehlerquelle. Man muss sich darauf festlegen, welche Zahlen man sagt und welche man schreibt. Wenn man nämlich zum Beispiel jetzt hier im Oktalsystem 1,0 schreibt, da muss man sich darauf festlegen, sagen wir jetzt 8, also nehmen wir die 8, die wir als Wort kennen, oder sagen wir dann auch 10, wie wir die Bezeichnung aus dem Dezimalsystem kennen, für 1,0. Das ist teilweise dann ein wenig verwirrend, aber da muss man sich auch darauf festlegen, das ist wichtig. Mathematik ist eine Art der Kommunikation. Man hat definiert, was bedeutet, und anhand dieser Definition kann man miteinander kommunizieren. Das ist genau wie die Sprache. Wenn ich euch ein Fremdwort an den Kopf knall, das ihr nicht kennt, seid ihr überfordert und ihr wisst nicht, was ich sage. Und ich muss euch dann dieses Wort erst beibringen und sagen, was dieses Wort bedeutet in eurer Sprache. Und unsere Sprache ist momentan das Dezimalsystem und die Fremdsprache ist Oktal. Das heißt, wenn ihr in diesem Oktalsystem ein Wort habt, müsst ihr zuerst gucken, was dieses Wort im Dezimalsystem überhaupt bedeutet. Weil wir, unser Denken in Europa, in Deutschland, in diesem Dezimalsystem stattfindet. Und wir müssen von diesem Dezimalsystem alles neu beziehen. Also wir müssen immer alle Werte, die wir in anderen Zahlensystemen haben, auf dieses Dezimalsystem beziehen, weil wir so denken. Und deswegen komme ich auch immer, wenn ich sage, wir haben 6 Äpfel vor uns auf dem Tisch liegen, sage ich auch immer 6 Äpfel, weil dieses Dezimalsystem bei mir im Kopf drin ist. Ich kann nicht einfach sagen, das sind x Äpfel, weil es ja für mich nicht x Äpfel sind, sondern es sind für mich 6 Äpfel, weil ich mit den 6, mit dem Dezimalsystem, mit dieser Art der Mathematik groß geworden bin. Und ihr vermutlich auch, hoffe ich mal. Sonst könnte es alles ein wenig noch mehr verwirrend sein. Ja, wie auch immer, ich würde sagen, wir machen einen Umbruch vom Oktalsystem zum Hexadezimalsystem. Mhm. Wir hatten nämlich jetzt gerade das Beispiel, dass es ein Zahlensystem gibt, was mit weniger Stellen als 10 auskommt. Also in dem Fall 8 Symbolen anstatt 10 Symbolen. Es gibt aber auch durchaus anerkannte Zahlensysteme,
also Zahlen sind, mit denen man tatsächlich arbeitet, die mehr Symbole haben als nur 10, wie im Dezimalsystem. Und das wäre unter anderem das Hexadezimalsystem, welches wir hier vor uns sehen. Das Hexadezimalsystem hat die Zahlen von 0 bis 9 inklusive. Und da wir nach der 9 kein neues Symbol haben, haben die Entwickler des Hexadezimalsystems, beziehungsweise die Erfinder oder wie man auch immer sie nennen sollte, einfach gesagt, okay, wir nehmen die ersten vier Zahlen, die ersten vier Buchstaben des Alphabets noch mit hinzu, um die nächsten Zahlen ausdrucken zu können. Die ersten sechs, meine ich. Und das wären dann in dem Fall die Buchstaben von A bis F. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nach der 9 den Umbruch machen, sondern können die 10 als A ausdrücken. Versteht ihr, was ich meine? Die 10 im Dezimalsystem entspricht einem A im Hexadezimalsystem, weil wir ein Symbol mehr haben. Die 11 im Dezimalsystem entspricht einem B im Hexadezimalsystem und so weiter. Wir können also bis 16 zählen, was im Hexadezimalsystem einem F entspricht, ohne einen Umbruch machen zu müssen. Ganz kurz, wir können bis 15 zählen. Wir haben 16 Zeichen, allerdings das F ist die 15. Das heißt, wenn wir bis F gezählt haben, das heißt, wir zählen bis 9, das ist hier, und sagen dann auch 9, A anstelle von 10, B, C, D, E und F. Das ist im Prinzip unsere Dezimal 15, unsere Hexadezimal F. Und dann brauchen wir ein neues Zeichen, da wir nur eine Zahl pro Reihe schreiben können. Dann machen wir hier einen Umbruch, setzen eine 1 in die zweite Stelle und eine 0 in die erste. Dann haben wir hier, schreiben wir eine 1, 0, das heißt theoretisch eine 10. Es ist allerdings der gleiche Zahlenwert wie die 16 im Dezimalsystem. Ganz genau. So, und warum das Ganze? Warum macht sich jemand die Mühe, ein neues Zahlensystem zu erfinden mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F hinten dran? Ganz einfach, weil es Mathematikern bzw. Informatikern das Leben um einiges erleichtert. Und zwar haben wir das Problem, dass wir bei den Zahlen von 0 bis 10 maximal eine 9 ausdrücken können, dann den Umbruch machen in die nächste Zahl. Und die Zahl 10 lässt sich durch 2 und durch 5 teilen, gerade. Das Hexadezimale allerdings, wir können im Hexadezimalen, wenn wir es immer mal 2 nehmen, 16, 32, 64, 128 und so weiter und so fort, kommt euch eventuell eine Parallele zu Computern in den Sinn. Und das liegt daran, dass Computer ja auch meistens in diesem Stellenbereich zählen, beziehungsweise nicht zählen, sondern dass die Werte oft verdoppelt werden von 2, 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter, immer weiter hochgesetzt werden. Und wenn man das im Dezimalsystem ausdrücken will, kriegt man ein Problem, weil die Zahlen schlecht teilbar sind. Sie sind zwar mathematisch gesehen genauso teilbar wie alle anderen Zahlen auch, aber im Hexadezimalsystem ist es einfacher, diese Zahlen auszudrücken bzw. gerade zu teilen. Und deswegen hat man dieses Hexadezimalsystem eingeführt, um größere, komplexere Zahlen im Computerbereich besser ausdrücken zu können und besser berechnen zu können. Ja. Noch was dazu sagen? Ich glaube nicht, oder? Nö, nicht wirklich. Ansonsten würde es auch zu kompliziert werden. Da könnte man ansonsten jetzt so ein bisschen die Rechenweise erklären, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Ja, im Endeffekt schon. Wir können diese hexadezimalen, oktalen und dezimalen Zahlen alle miteinander multiplizieren, addieren, subtrahieren, alles gar kein Problem. Das Ergebnis ist dann halt auch wieder im jeweiligen System drin. Das heißt, wenn wir im hexadezimalen System addieren oder subtrahieren oder multiplizieren, ist das Ergebnis auch wieder hexadezimal. Und was müssen wir dann, um es im Dezimalsystem verwenden zu können, wieder umwandeln in die dezimale Zahl. Ah, dieses ganze Dezimal, Hexadezimal, das sprengt meine Zunge in 10.000 Teile. okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum binären System über, auf das ihr vermutlich alle gewartet habt. Ich kann noch kurz zwischendurch anmerken, es gibt auch ein System mit 12, das wird nicht besonders oft verwendet, das heißt mit den Zahlen von 0 bis 11 jeweils ein eigenes Symbol. Das ist allerdings mathematisch gesehen die beste Lösung. Du meinst mit den Symbolen von 0 bis 5? 0 bis 5, bitte? Mit 6 verschiedenen Zahlen, 0 bis... Ah, nee, bis 12. Nee, bis 12, ja, bis 12. Und da kann man nämlich durch bei relativ wenigen Symbolen durch viele Zahlen teilen, dass glatte Zahlen bei rauskommen. Und das ist halt eben nur so ein Fakt am Rande, dass das im Prinzip besser wäre als das Dezimalsystem, was wir benutzen. Aber da wir es halt eben schon seit Urzeiten benutzen,
und es ein Riesenaufwand wäre, alles Mögliche, was wir mal so machen, in dieses 12er-System umzuschreiben. Deswegen machen wir es einfach nicht. Das heißt, wir behalten das 10er-System, aber das 12er wäre theoretisch besser. Ja, und jetzt kommen wir zu der Tatsache, dass wie das Binärsystem, wenn wir uns mit Computern oder mit Schaltkreisen und sonstigen lernen müssen, ja, dass wir nicht drum herum kommen, dieses Binärsystem zu lernen. Und das liegt an der Tatsache, dass wir im Elektronischen mit Stromkabeln arbeiten. Das heißt, wir transportieren mit einem Kupferkabel bzw. mit ja, einem Stromkabel eine Information. Wir bauen in diesem Stromkabel eine Spannung auf. Das bedeutet, in diesem Stromkabel fließt Strom und das kann mathematisch berechnet werden, beziehungsweise mit dieser vorhandenen Spannung oder nicht vorhandenen Spannung kann ein Computer Werte ausdrücken bzw. Werte berechnen. Das heißt, wir benutzen Stromkabel, um Werte zu übertragen und jetzt kommen wir an ein Problem. Rein physikalisch gesehen, rein materiell betrachtet, kann ein Stromkabel nur zwei verschiedene Zahlen ausdrücken. Nämlich die Zahl 0, wenn das Stromkabel aus ist, und die Zahl 1, wenn das Stromkabel an ist. Mehr geht nicht. Wir haben keine weitere Zahl, die wir in dieses Stromkabel laden können, weil das Stromkabel nur an oder aus sein kann. Es kann nicht noch irgendwie hochschwingend oder vibrierend sein. Es hat einfach nur den Status an oder aus. Also 0 und 1. Dementsprechend nur zwei Symbole. Also könnte man dieses System auch einfach Dualsystem nennen, aber es heißt Binärsystem. Ich weiß nicht, ob man es Dualsystem nennen kann. Ist das auch eigentlich relativ uninteressant. Wenn wir vom Binärsystem sprechen, sprechen wir von dem System, was zwei verschiedene Zahlen bzw. zwei verschiedene Symbole hat, nämlich das Symbol 0 und das Symbol 1. Ja, und wie wir das eben schon bei den anderen Zahlensystemen demonstriert haben, können wir ganz normal diese Symbole nach oben zählen. Das heißt, wenn wir etwas zählen vor uns, dann zählen wir ganz normal den Einerbereich hoch. Ich habe ein Feuerzeug vor mir liegen, also zähle ich den Einerbereich hoch. Ich habe noch ein Feuerzeug vor mir liegen, also zähle ich den Einerbereich noch einmal hoch. Und da kommen wir schon zum Problem. Wir haben nur zwei Zahlen, nämlich die 0 und die 1. Wenn wir die 2 ausdrücken wollen, können wir nicht noch weiter zählen, also müssen wir jetzt schon den Umbruch machen. Das heißt, wenn ich eine 2 im Binärsystem ausdrücken will, ist das eine 10. 10 im Binärsystem entspricht einer 2 im Dezimalsystem. So. Das liegt an der Tatsache, dass wir einfach nur diese zwei Symbole haben und nach der 1 nicht noch eine 2 haben, mit der wir ausdrücken können, sondern die nächstmögliche Leitung, also die Zehnerstelle in dem Fall, benutzen müssen, um die nächste Zahl ausdrücken zu können. So, wir können also nochmal weiterzählen in die 3, wir zählen den einen Bereich wieder hoch, in die 4, wir können nicht weiterzählen, weil wir keine 2 haben, also springt der hier zurück. Wir zählen den Zehnerbereich 1 hoch, der ist schon nach oben gezählt, also muss da auch 1 zurückspringen. Und zählen den hier eins nach oben. So, das heißt, eine ein, nee, was hatten wir gesagt? Eine 4 ist eine 100. Binärsystem bei einer Binärsystem. 4 im Dezimal, ja. Ganz genau, so. Und jetzt habe ich hier symbolisch schon dahinter elektronische Leitungen gepackt, beziehungsweise Redstone-Leitungen. Diese sollen zeigen, wie das Ganze dann in einem Computer, beziehungsweise in einem Schaltkreis aussieht. Wenn ich die Zahl 1 ausdrücke, habe ich diese vier Leitungen hier, die werden im Fachjargon Bits bezeichnet. Das heißt, wir haben hier eine Übertragungsrate von, beziehungsweise keine Übertragungsrate, aber eine Spannbreite von 4 Bit. Wir können 4 Bits übertragen, vier einzelne Stromleitungen. Und der erste Bit hier rechts ist gerade aktiv. Das heißt, in diesen 4 Bit befindet sich die Zahl 1. Wie wir gesagt haben, wir sind in der Einerstelle, die haben wir 1 nach oben gezählt, die Lampe ist an, also ist es eine Zahl 1. Ist für uns noch relativ logisch, weil wir im Dezimalsystem ja nichts anderes machen. Im Dezimalsystem wäre das hier auch eine 1. Da wir jetzt aber die Zahl 2 nicht ausdrücken können, deswegen den Umbruch machen in die Zehnerstelle, haben wir jetzt hier in diesen vorhandenen Bits die Zahl 0010, also eine 10 insgesamt. Und diese 10 entspricht im Dezimalsystem der Zahl 2. Und diese Zahlenkombination hier, beziehungsweise diese Anordnung der ein- und ausgeschalteten Leitungen, die kann dann ein Prozessor in einem Computer interpretieren, beziehungsweise mit Hilfe von ja, Detektoren und wie funktioniert das nochmal mit einem Prozessor? Du hast ja quasi vorgespeicherte Befehlssätze, die angesprochen werden, wenn diese Reihenfolge aktiv ist und mit deren Hilfe kann dann gerechnet werden,
verschiedene binäre Signale multipliziert, subtrahiert, addiert und so weiter. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Fakt ist, dass ein Computer nur mit Hilfe von Stromkabeln arbeiten kann und da die Stromkabel nur die Stadien von 1 bis 0 beinhalten können, müssen wir nach jedem zweiten Mal zählen einen Umbruch machen. Ja, das war's im Großen und Ganzen eigentlich schon. Viel komplizierter ist es nicht. Ja, ich wüsste es auch nicht mehr, was man noch erklären müsste. Eigentlich sind wir durch. Im Prinzip müsst ihr euch einfach nur merken, ein System basiert auf der Anzahl der vorgegebenen Zeichen bzw. der vorgegebenen Symbole. Und wenn die Grenze dieser Symbole erreicht ist, wenn man nicht weiter zählen kann, weil keine weiteren Symbole vorhanden sind, muss man einen Umbruch in die nächstmögliche Spalte machen, also in die nächstmögliche Stelle, was nach den einen die Zehner sind, nach den Zehnern die Hunderter, nach den Hundertern die Tausender und so weiter. Die kann man natürlich im Binärsystem nicht so nennen, weil das Binärsystem kann man gar nicht bis 1000 zählen in einer Reihe, sondern im Endeffekt sind es aber trotzdem die Zehner und Hunderter und Tausender, weil wir es aufs Dezimalsystem beziehen. Also theoretisch wäre das die Einer-Reihe, dann die Zweier-Reihe, dann die Vierer-Reihe und dann die Achter-Reihe. Das ist allerdings alles ein wenig kompliziert, sagen wir mal. Ganz genau. So. Da kommt man also wirklich sehr stark ins Mathematische rein. Ja. Und was man sich vielleicht noch im Hinterkopf behalten sollte, ist die Tatsache, dass alle Zahlensysteme, die wir benutzen, um zu rechnen, nichts anderes sind als die Ausnutzung aller möglicher Kombinationen der Symbole. Das heißt, wenn ich im Dezimalsystem eine 453 ausdrücke, dann habe ich die Symbole 4, 5 und 3 optimal kombiniert, um damit diese Zahl ausdrücken zu können. Weil ich ja keine Zahlen nach der 9 habe, muss ich die restlichen Zahlen, die ich sonst noch habe, kombinieren, um damit eine neue Zahl auszudrücken. Und das Gleiche machen wir im Binärsystem auch. Wir kombinieren die Möglichkeiten, wir nutzen die Möglichkeiten, die die verschiedenen Symbole beinhaltet. Und das wären bei 4 verschiedenen Leitungen insgesamt 2, 4, 8, 16 verschiedene Zahlen, die wir ausdrücken können, maximal. Das kann man im Dezimalsystem kann man das sehr schön sehen, da wir das ja gewohnt sind, hat man mit einer Leitung, wie ich schon vorhin gesagt habe, 10 Möglichkeiten, mit zwei Leitungen 10 mal 10, mit drei 10 mal 10 mal 10, das heißt immer mal 10, sobald man eine neue Leitung dazu nimmt. Und beim Binär ist es halt einfach mal 2, weil man jeweils 2 Möglichkeiten hat. Das mit der ersten aber 2 Möglichkeiten, mit der nächsten 2 mal 2, das sind dann 4, mit der nächsten 2 mal 2 mal 2, das sind 8, und das sind 16, 32, man verdoppelt es immer weiter. Ganz genau. Und da kommen wir auch auf das Hexadezimalsystem zu sprechen. Das Hexadezimalsystem macht nichts anderes, als ein an das Dezimalsystem angelehntes System zu verwenden, um dieses 2 mal 2 mal 2 mal 2 aufzugreifen, weil im Binären, also im Computerbereich, die Möglichkeiten immer mal 2 genommen werden, wenn wir eine neue Leitung hinzupacken. Also wenn wir einen 32-Bit-Rechner haben, der mit einer 32-Bit-Leitung arbeitet, dann haben wir 32 mal hoch 2 Möglichkeiten. Oder müsste sein, ne? Ja. Wie viele meintest du? In einem 32-Bit-System, 32 hoch 2. Ja, das ist einiges. Ja. Auf jeden Fall. Nimm einfach mal an, es wäre ein 4-Bit-Computer, so wie wir ihn hier haben. Dann kann dieser 4-Bit-Computer mit 16 verschiedenen Zahlen arbeiten. Das ist nicht besonders viel. Deswegen packt man normalerweise mehr Leitungen hinzu, um größere Zahlen auszudrücken. Beziehungsweise um sie überhaupt ausdrücken zu können. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Zahl 25 ausdrücken wollen, dann können wir das mit diesen 4 Leitungen hier nicht, weil wir hier bis 2 zählen können, hier bis 4 zählen können, hier bis 8 zählen können und hier bis 16 zählen können. Das heißt, wir können maximal von 0 bis 15 rechnen, also 16 verschiedene Stellenwerte, und wenn wir die 25 ausdrücken wollen, müssen wir noch eine Leitung hinzupacken, die dann bis 32 zählen kann, wo die 25 integriert ist. Das heißt, wir müssen uns im elektrotechnischen bzw. im Computerbereich immer vorher im Klaren sein, bis wie viel wir überhaupt rechnen wollen, wie groß die Zahlen sein sollen, die wir ausdrucken können, um dann festzulegen, wie viele Leitungen dieser Computer haben soll. Diese Leitungen zusammengefasst nennt man einen Datenbus. Das heißt, all diese Leitungen zusammengenommen übertragen eine Zahl, und anhand der Werte, die in den jeweiligen Leitungen sind, kann dann der Prozessor interpretieren, welche Zahl es ist und mit dieser dann arbeiten.
Und wie gesagt, 32 ist nicht besonders groß. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, an 64-Bit-Rechner, was das für eine enorm große Zahl ist, die man da ausdrücken kann mit 64-Bit, 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das 64 Mal, da kommt schon einiges bei rum. So. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Fakt, dass es scheißegal ist, wie ihr diese Zahl nennt und was das für eine Definition ist. Ihr könnt ja nicht nur von 0, in dem Fall hier bis 32 zählen, sondern ihr könnt ja auch von minus 10 bis plus 22 rechnen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, es ist furzegal, ob ihr welche Zahlen ihr damit ausdrückt. Ihr könnt auch von plus 10 bis plus 42 rechnen mit diesen fünf Leitungen hier. Es kommt ja schließlich nicht darauf an, welche Zahlen ihr rechnet, sondern was ihr diesen Zahlen für eine Definition gibt. Ihr habt 32 verschiedene Möglichkeiten, um Zahlen auszudrücken. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt die Zahlen von 0 bis 2, bis 31 sein müssen, sondern es können auch die Zahlen von weiß der Kuckuck bis weiß der Kuckuck sein. Theoretisch müssen es auch nicht über die Zahlen sein. Man kann damit einfach Kombinationen benennen. Das heißt, wie wir auch in unserem Word-Prozessor gemacht haben, da haben wir auch den Buchstaben Bit-Kombinationen zugewiesen. Das heißt, dann ist die Bit-Kombination 0001, ist dann A, das ist der erste Buchstabe. Im Prinzip kann man damit auch die Zahl 1 ausdrücken, aber wir haben damit einfach unseren Buchstaben A im Binärsystem benannt. Das Ganze ist nur eine Frage der Interpretation. Wenn ich euch ein Bild mit einem schwarzen Kreis vors Gesicht halte, könnt ihr frei entscheiden, was ihr daraus interpretiert und was dieser Kreis bedeuten soll. Ihr könnt das als O bezeichnen oder als 0 oder als sonst irgendwas, was euch in den Sinn kommt. Aber es liegt bei euch, wie ihr es interpretiert. Man muss sich nur festlegen, was damit interpretiert werden soll. Es muss zwischen dem Sender der Information und dem Empfänger der Information ein Codec bestehen, beziehungsweise ein Regelwerk, was ausgedrückt werden soll und was es bedeuten soll. Aber was jetzt der Inhalt der Information ist, ist euch überlassen. Das heißt, ja, im Prinzip könnt ihr alles übertragen und frei definieren, was es sein soll. Mathematisch berechnet wird alles gleich. Nur das Ergebnis hängt davon ab, welchen Wert ihr der Anfangszahl zugewiesen habt. So, wir haben jetzt meiner Meinung nach auch genug gelabert. Das müsste es im Großen und Ganzen alles gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Sorgen, Nöte oder Anträge habt, Verbesserungsvorschläge oder weitere Fragen zu den Zahlensystemen oder zu sonst irgendwelchen Redstone-Angelegenheiten, haut uns das in die Kommentare rein. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und ja, gerne auch Vorschläge für weitere Videos. Wir werden vermutlich in nächster Zeit noch Videos zum neuen Snapshot der Version 1.8 machen, zu den neuen Befehlen der Command-Blöcke und so weiter. Command-Blöcke werden generell in nächster Zeit Thema unserer Videos werden, vermute ich mal, weil wir in letzter Zeit relativ viel damit machen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder mit dabei seid. Unten könnt ihr in nächster Zeit, nehme ich mal an, ein Erklärungsvideo zu einem Binärzähler von uns angucken. Da ihr jetzt hoffentlich verstanden habt, wie das Binärsystem funktioniert, werden wir euch in einem Video zeigen, wie man binäre Zahlen in Minecraft rechnen kann. Jetzt nicht, ich rede nicht von einem Addierer dieser Zahlen, sondern von einem Zähler, der die Zahlen automatisch nach oben zählt. Also der binäre Zahlen immer weiter nach oben zählt bis zu einem gewissen Punkt. Und in dem Video werden wir vermutlich auch einen Decoder erklären. Aber das werdet ihr dann in der Aufnahme sehen. Ja, wolltest du noch was sagen? Nö, ich bin eigentlich soweit fertig. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch bei irgendwas helfen. Und bis zur nächsten Aufnahme. Haut rein. Tschüss.